Heute 10 Dinge, die Yu-Gi-Oh! Spieler nicht sagen. Also wenn ich was sehen will, was mich richtig weiterbringt in Yu-Gi-Oh!, dann gucke ich immer Creepfan. Also ich finde so ein YCS-Wochenende richtig entspannt. Ich meine, ich habe locker 10 Stunden Schlaf. Einfach nur erholsam. Also vor so einem Turnier, da brauche ich nie jemanden fragen, ob er mir irgendwelche Karten leiht. Ich hab ja alle. Also wenn der Judge eine Entscheidung trifft, dann wird das schon stimmen. Ich meine, der hat ja eh mehr Ahnung als ich. Dass die neue Verbotsliste kein Enddatum hat, stört mich gar nicht. So kann man sich immer gut auf die Turniere vorbereiten. Also beim Tauschen, da vertraue ich meinem Gegenüber. Ich habe noch nie bei TCG Market nach den Preisen geguckt. Also dass ich verloren habe, das habe ich total verdient. Es lag auch gar nicht daran, dass er irgendwie Glück hat oder so. Wie gut, dass alle Spieler die Effekte meiner Karten kennen. So muss ich nie etwas erklären und das Spiel läuft reibungslos ab. Also Yu-Gi-Oh! Ist wirklich nicht das beste Kartenspiel. Pokémon zum Beispiel ist viel besser. Um auf einem Turnier erfolgreich mitzuspielen, dafür muss ich gar nicht viel Geld ausgeben. Ich meine, dann bleibt mehr für andere Dinge.